Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Silent Hill 2. Lange ist es her, dass ich was veröffentlicht habe. Das lag unter anderem. Warten Sie mal, ich stoppe mal eben kurz Pause. Darunter, weil ich ja, wie gesagt, wenn man mich auf Twitter folgt, dass ich einen Gaming-PC gewonnen habe. Von Case King. Und ja, das ist eine richtig geile Kiste. Ich habe jetzt viel eingestellt. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt auch besser für euch und ihr versteht mich jetzt auch besser über das Mikrofon. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Bei der letzten Folge hatten wir, glaube ich, diese Tafeln eingesetzt. Eine fehlte. Die setzen wir jetzt ein und dann gucken wir mal, was passiert. Hier war das genau. Was ist das denn? Ich drücke immer wieder die falsche Taste. Okay, die hatten wir ja auch noch. Ja, wir hatten ja noch bei dieser einen Zelle das Loch in die Wand. In der Wand. Nein, das war da oben. Gehen wir jetzt mal hin. Ja, war klar. Dankeschön. Glaub, die obere war das, ne? Gucken wir mal eben kurz wegen Energie. Na, es reicht noch. Ich meine, auf der anderen Seite war ja das Feuerzeug, ne? Genau. So, und jetzt? So, der Besucherkorridor. Na, müssen wir uns hier mal umgucken. Los, immer gut. Also, wie es aussieht, muss der James gerade nicht auf Toilette. Oh, Sprecherraum. Gut, Energie ist immer gut. Nimm die Flasche, Mann.
Geistergeschichte. Was ist denn da noch? Ein Pullover, hier war ein Dino. Ah, schon wieder die falsche Taste. Sparen wir uns mal lieber auf. Ja, ich glaube, ich sollte mal lieber die Knarre wieder nehmen, ne? Scheinbar nichts mehr zu sein. Was ist denn jetzt? Was? Kann nicht wahr sein. Schon meine ganze Munition verballert. Nein, nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal nochmal speichern. Die Tür wird wohl abgeschlossen. Hoffe nicht. Aber wir gehen erstmal nochmal durch die eine Tür. Ah, war klar. Oder gehen wir jetzt doch hier durch? Sind wir denn jetzt hier? Da haben wir eine Tür, da. Gucken wir uns jetzt mal alle an. Nicht kaputt. Gut. Kaputt. Also können wir nur hier lang. Ja, ist kaputt. Hä? Ja. Okay. Warte mal. Ich hab da noch die... Okay, also... Aber wenn ich jetzt noch einmal die falsche Taste drücke, das kann doch echt nicht wahr sein. So, nochmal. Also, kombinieren. Kombinieren, verwenden. Hä? Bin ich jetzt wieder gerade etwas blöd? Oder... Boah. Nochmal. Jetzt aber.
Sehr schön. Er springt jetzt wieder 10 Meter tief und dann kommen die Gummibeine. Ja. Bin ich denn jetzt? Dann gucken wir uns doch mal hier um, ne? Tür da auch nicht eingezeichnet ist, kannst du aber bestimmt nicht durch. Oder? Jetzt erstmal. Lecki. Mittagessen. Keine Karte. Gucken, ob ich das andere durchgehen kann. Das ist bestimmt die Treppe, die ich hätte runtergehen können, dann da. Nochmal runterspringen. Ja, sicher. Noch keine Karten von dem Gebiet. Stimmt, vergiss das. Was haben wir denn da? Ein Band. Noch ein Loch, ey, das kann doch nicht sein. Ja, du musst herunterspringen. Eine Tür. Ja klar. Irgendwas ist da. Das ist viel. Echt jetzt? Ich nehme vorsichtshalber mal wieder die Schrotflinte. Ich glaube, das wird eine lange Fahrt. Direkt ein Speicherpunkt dabei, das ist doch schön.
Ja, wow. Schneller. Ich kann echt nicht wahr sein. Manchmal frage ich mich. Gott, ätzend. Ich noch einer. Schlimm. Ich will da lang. Hier ist nichts. Okay. Nehmen wir erstmal die obere Leiter. Wir könnten erstmal gucken, was da unten noch ist. Die kommen auch runter. Gehen wir erstmal hier runter. Ätzend. Wohl wieder Rätseltime. Okay, wie ging das Rätsel nochmal? Das muss ich überlegen. Thank you.
Hier steht das Rätsel. Ja, was haben wir denn hier jetzt? Hoffentlich kommt hier. Okay. Nichts hat das gebracht. Okay, müssen wir weiter ausprobieren. Wartet mal. Okay. Grün ist das Auge zu. Auge zu. Ah, ich hasse die Zahlentheorie jetzt manchmal. Mit der Kamera sehe ich so wenig. Wir werden wohl studieren. Geschafft. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon.
Ja, okay. Scheint wohl noch zu leben. Gehen wir mal wieder zurück. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal eben schnell zum Speicherpunkt, dann machen wir gleich noch den Schuss für heute. Hier können wir gleich die Drahtschere benutzen, aber ich würde jetzt sagen, wir speichern erstmal. So Leute, das war's dann für heute. Danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.